Herzlich willkommen zurück zu Ark und ihr seht es, wir haben einen Triceratops und zwar genau den einen Triceratops, der uns das letzte Mal getötet hatte, hart gezähmt im Off. Und ich laber schon wieder ohne Punkt und komme dann ins Inno nicht mal Hallo sagen kann. Entschuldigung. Weil Rache ist Blutwurst, deshalb haben wir uns den gezähmt. Und Hallöle. Genau, so. Fällt dir ein cooler Name ein? Du hattest immer... Tweezer. Mit Doppel-E, glaube ich, gell? Ja. So, nehmen wir erstmal den. Wenn ihr euch besseren Namen einfallen, dürft ihr uns das natürlich sagen. Wenn sie uns auch gefallen, dann nehmen wir die. So. Geh mal kurz bei mir vorbei. Ich komme mit dem mal kurz bei dir vorbei, ja. Bist du etwas befüllt? Oh, muss man das einsammeln, was hier rumliegt? Nein, nein, das muss man. Das ist für die Umwelt. Ich lasse es verrotten. Okay. So, ich glaube, er ist in Reichweite. Ja. Ich lasse den einen auch mal gezielt hier stehen, den darfst du haben. Ich kann mich wieder bewegen. Und dann, ja, geht's langsam zurück. Und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir demnächst jetzt als nächstes machen können. Was, wir hatten vorher irgendwas, eine Idee. Wobei man am besten nicht stirbt. Ja, das ist auch mal keine schlechte Idee. Immer mal wieder was Neues ausprobieren. Allerdings, ich bin gerade echt am Überlegen. Gerade im Off während im Zähmen hatten wir eine Idee. Mir fällt es jetzt nur nicht mehr ein, was das war, verflucht. Die Pflanzenbeete aufstellen? Ach ja, genau. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Genau, wir wollten nämlich Meo und Nakoberries anpflanzen, dass wir davon immer mehr haben davon. Dementsprechend also das kann natürlich man ja auch so gar nicht gebrauchen. Ja, und dementsprechend natürlich auch einen Kompost, damit wir ja besseren Dünger machen können. Hallo Kleiner. Und so weiter. Oh, hallo Kleiner. Oh, guck mal, das ist inzwischen ein weiblicher Jugendlicher. War das Level 16 nicht vorher noch ein Baby? Ich weiß nicht mehr. Ich habe hier Level 16 Baby im Kopf gehabt. Ist das wir da vorne? Ja, das so viel Bronto. Vorbei. Wo auch immer der hergekommen ist. Vielleicht ist das der grüne vorhin, der uns so angegrinst hat. Weißt du noch das Baby, Bronto? Ja, bist da trotzdem recht weit gekommen. Ja. Dafür, wenn man bedenkt, wie schnell der gerade vorwärts geht und wie gerne sich so ein Bronto immer irgendwo feststammt. Wir sind schon wieder Kompis. Vorsicht, Kompi. Ja, inzwischen mehrere davon. Oh, warum hatten wir jetzt den armen Dodo gekillt? Weil Theresa noch sehr ungestüm ist. Ja, der war irgendwie... Aber lass den Bronto in Ruhe. Okay. Ich hatte Angst. Ja, Bronto wollten wir jetzt eigentlich nicht direkt anfangen mit. So, den Kram nehmen wir natürlich mit. Geschenktem Leder und Fleischhauten sagt man nicht nein zu. Was denn? Jetzt habe ich mit der Fackel auf den Kompi eingehauen. Ja. Wenn das geklappt hätte, dass das direkt durch ist, dann wäre das nicht schlecht gewesen. Wo rennst denn du noch hin? Weibliche Level 1, Dodo. Also, weißt du, sorry, aber... Da wäre ich mir nicht mal sicher, ob du den betäubt bekommst. Ich habe mit der Axt direkt drauf gehauen. Du gemein. Ich hatte keinen Bock, die Waffe zu wechseln. Bist du gemein. Ja, mit Level 1. Was willst du mit Level 1 anfangen? Nicht so gemein sein. Sag mal was anderes. Der Vogel da vorne steht eigentlich die ganze Zeit auf passiv, oder? Dass er nicht wegfliegt? Na, immerhin auf neutral, das geht ja noch. So, wir kommen nochmal einen Tücken näher, Rody, weil ich muss dich nämlich auch demnächst mal entleeren. Ich stelle mich mal gerade, wir hatten beschlossen, hier die Kisten auszutauschen. Das heißt, ich sammle mal kurz alles ein. Dann kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr bewegen. Komme aber an alle Kisten ran. Oh nee, doch nicht. Also diese Kiste ist leer. Oh, die Kiste war doch noch nicht leer. Da konnte ich noch nicht alles einsammeln. Hebst du mal den Rucksack auf? Dann passt da zumindest schon mal ein Schrank hin. Und die letzte Kiste müssen wir dann noch leer machen. Oh. Was denn? Hast du den Schrank vergessen? Ja. Ja. Den Schrank hat Theresa. Das war jetzt natürlich äußerst intelligent. Du hast gesagt, ich soll dir schnell helfen kommen.
Das war jetzt natürlich ganz toll. Wie viel überladen bin ich denn? Ach du. Nee, ich krieg mich so schnell nicht entleert. Ich bin 310 von 160. Wo bist denn du jetzt hin? Du könntest dich scheinbar schneller bewegen. Ich hab's in die Kiste reingetan. Ist ja noch einer da. Ah, ich Soll dachte, ich die die wäre voll. Schränke an der Wand bauen oder wieder an der Wand? Ich glaube, die sind größer. Ich glaube, ich würde sie an der anderen Wand entlang bauen, dass wir mehr hinkriegen. Und wenn uns das Haus irgendwann zu klein wird, dann bauen wir einen zweiten Stock. Ich hoffe, ich stehe nicht im Weg. Fang von der anderen Seite an. Hier ist eine Kiste im Weg. Das ist auch unpraktisch, weil in die Richtung kann ich dir nur Sachen zuwerfen. Aber du hast ja mehr Schränke, du kannst dir direkt ein paar aufstellen. Vielleicht kriege ich dann zumindest in eine Kiste was reingelegt. Falsch, in einen Schrank. Na komm, Schränkchen, komm, Schränkchen, kommst du? Den komme ich schon mal ran. Da werfe ich jetzt mal das ganze Holz schon mal wieder rein. Oder allgemein Baumaterial werfe ich jetzt in den mal rein. Zwar einfach erstmal ungefiltert alles, was ich habe. Dass ich mich wieder bewegen kann. Ole, ole. Na super. Jetzt werfe ich in den Schrank hier rein. Den Schrank werfe ich mal besseres Baumaterial rein, also zum Beispiel Leder. So, kann ich mich schon wieder bewegen? Warum ist das Baumaterial drin? Nee. Dann muss ich da mal kurz noch was anderes reinwerfen, was ich dann gleich umsortiere. Zum Beispiel die 500 Steine hier. Immer noch nicht! Sag mal! Nochmal 100 Stein, reicht das jetzt? Nein. Dann auch noch das Holz. So, jetzt kann ich mich bewegen. Kann ich es jetzt wieder umsortieren? Oh, es ist etwas kalt hier drin. Ich glaube, vielen Dank. Ich habe eine Tür gehört. Ist aber immer noch kalt bei mir. Ja, aber zumindest nicht mehr arschkalt. Ich habe hier noch was für dich. Du hast was für mich, was denn? Oh, da. Ich krieg Lederklamotten. Damit könnte es wärmer werden. So. Jetzt ist die Kiste leer. Ah, super. Ich bin wieder zu voll. Das gibt's doch echt nicht. Es wird so Zeit, dass ich mehr Gewicht krieg. So, also wir haben jetzt jede Menge Holz auf Lager. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wir haben auch einiges an Stein auf Lager. Fasern, Stroh, das sieht alles nicht so schlecht aus. Also wir haben einiges auf Lager. Das ist doch super. Das heißt, warte mal, die Kiste, die hier neben der Tür steht, die missbrauche ich jetzt mal als neue Samenbank erstmal. Dass die auch irgendwo eingelagert werden. Immerhin brauchen wir die ja. Falsche Taste. Umbenennen. Samenbank. So. Der hintersten Kiste werfe ich jetzt mal überflüssigen Klamotten und sowas rein. In den hintersten Schrank. Und Waffen. In den vordersten. Keine Ahnung. Wir haben so viel Fleisch. Vielleicht sollten wir mal ein Feuer hier im Haus machen, hä? Dann ist es auf jeden Fall warm genug. Warum hast du dem armen Dodo Fleisch, Steine gegeben? Weil ich, als ich ihn gezähmt habe, überladen war. Verstehe.
Was hast denn du noch alles dabei? Das hätte ich gern von dir. Das da, das da, das da, das da, das da. Oh, und ich bin schon wieder sehr, sehr voll. Ja. So viel sortieren. Echt teilweise recht viel Kram schon angesammelt. So. Oh, ja, ich mache hier gerade eine Wissenschaft draus in Form von hübsch stapeln in Schränken, dass die Stacks auch schön voll sind. Da, 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 da. Samen. Der hat 99 Nacko-Berries dabei, das ist ja schön. Wo ist denn unser Mörser? Nacko-Berries, Fleisch, alles herstellen. So. Langsam wird das doch. Andere machen das zwar anders als ich, aber 1, 2, 3. Das ist mir jetzt gerade egal. Oh, beim Sortieren gelevelt. Ich bin ja fast für Gewicht. So, wie, kann ich schon was Neues? Lass mal schnell runterscrollen. Futterdruck, Holzleiter. Ne, ich kann noch nichts Neues. Ich könnte höchstens anfangen, bald mal aus Stein zu bauen, aber das finde ich noch ein bisschen übertrieben. Tschak, tschak, tschak. Und immer wieder sind die Babys putzig. Tschuck, tschuck, tschuck. Was ist denn hier drin? So. Der Rody hat Massen an Fleisch und Beeren. Oh, warte mal, gib mir doch mal Beeren raus, auch ein paar. Und lass mal gucken. Du frisst, glaube ich, auch Beeren, gell? Du bist auch gelevelt, Kleine. Dann kriegst du mal Beeren. Hat der Dodo noch Beeren? Der Dodo hat auch noch Beeren. Überall finde ich. Sag mal, du hast aber überall Fleisch reingeschmissen, hä? Ja, davon kriegt man dem Durchgang hier so viel. Ja, an Fleisch haben wir echt keine Probleme bislang. Das ist wohl wahr. Huch. Oh. Was denn? Deswegen waren da Steine drin. La 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 la. Gib mir mal die 100 Steine wieder. Kommst du mal kurz mit, Kleiner? Stell dich mal wieder hier in das Eck zurück. Kleine Lilly. Oh. Nicht ganz so weit. Dreh dich nochmal um, bitte. Na komm, dreh dich um. So, da bist du hübsch. Und dann kriegst du hier F, das war die Taste. Dann kriegst du dein Steinzeug wieder, dass du voll bist. So, und dann würde ich gerne hier zum einen E drücken, dass wieder Wandern aktiv ist. Ach, ist Wandern noch aktiv? Scheint so, dann tue ich dich streicheln. Der Kleine ist so niedlich, die Kleine. Der, die das. Der, die das. So, also ich habe einigermaßen sortiert. Nur noch jede Menge Fleisch. Ah, Fleisch brätst du eh gerade auch. Teresa ist gelevelt. 600 Gesundheit, dann würde ich sagen, auch erstmal Gewicht, wa?
Ja. Nimmt er die 100 Steine mal noch ab und packt die in die Kiste, in den Schrank. Oh, ich bin so froh, wenn ich endlich blöde Dingenspfeiler kann. Bald. Bald haben wir es geschafft. Ja. Was haben wir es denn eigentlich? Jetzt ist das Level 19. Oh, das ist echt nicht mehr weit dann. Ah, Kompost und hier sind die Dings. Okay, wir müssen also jetzt in Zukunft auch mehr Scheiße aufheben. Ja, es ist auch vor allem einmal angepflanzt Oh, schon. und noch nicht bewässert. Wir brauchen natürlich Wasser. Ich habe gerade mal halt jedem so einmal Wasser reingetan. Ja, aber ich habe 81 in Grammpunkte übrig. Ich lerne mal kurz die Ich habe Sache die mit dem ersten Wasser. schon. Du hast die ersten? Ja, ich habe die schon. Ah, Ich habe nur dann. noch keine hergestellt. Ich wollte Ah, halt erstmal so anpflanzen. okay. Das heißt, du kümmerst dich dann um die Wasserleitung, dann brauche ich die nicht lernen. Grabstein, Zement, Kriegstrommeln, Holzrampe. Dass wir andere wissen lassen können, die nicht da sind, dass wir im Krieg sind. Ja. Ah, ob das Dinos anlockt? Ich habe ein Holzgeländer erlernt. Wann habe ich denn ein Holzgeländer erlernt? Das müsste doch ein Versehen gewesen sein. Ich wüsste gerade nicht, für was ich schon ein Holzgeländer erlernt haben sollte. Damit man nicht von der Terrasse fällt, die wir noch nicht haben. Ja, so in der Art. Holz. So, die Holzleiter brauchen wir noch. Das Zaunfundament brauche ich. Die Rampe brauchen wir bald. Dum, 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 dum. Ich gebe gerade mal ein paar Punkte aus. Mal gucken. Was wollte ich jetzt gerade verflucht? Irgendwas ganz total Intelligentes wollte ich gerade. Oh. Zaunfundament. Ich hab's vergessen. Das ist aber blöd. Ach, Stroh braucht man natürlich auch. Ach, Stroh hast du schon drin im Kompost. Wunderbar. Oh, da hat uns ein fremder Dino vor die Tür geschissen. Wie freundlich. Einen mittelgroßen Kothaufen sogar. So, dann könnte er jetzt langsam anlaufen. Gut, also wir bauen hier im Kompost den Dünger und der Dünger kommt dann auf die Felder. Wir müssen hier natürlich immer schön bewässern. Der Vorteil bei uns ist natürlich, es ist ein privater Server, den wir stoppen können. Sprich, wenn wir nicht spielen, dann stoppen wir den auch. Und dann geht nämlich das Wasser nicht mittendrin alle. Und wir sollten dann, denke ich, noch mal gucken, dass wir irgendwann mal ein Gewächshaus bauen. Ich könnte ja theoretisch schon mal die Zaunfundamente, die Holzfundamente dafür machen. Was meinst du? Oh, ich glaube noch nicht. Noch nicht? Gefällt dir die Stelle hier noch nicht so für sowas? Ja, das ist die Frage, ob wir uns noch eine andere suchen wollen. Ja, eigentlich will ich schon was Und noch. Schöneres haben. So irgendwie in Ruinen oder so vielleicht sogar. Was Bis wir das Hübsches. Gewächshaus lernen können, dauert es auch noch, glaube ich. Ich Ja. glaube, das ist so ein Level 30er Ding. Und da Ja, glaube kann ich sein. zumindest, dass wir dann noch mal umziehen. Wahrscheinlich so. Stell dich mal hier hin, dass du auch was davon hast. Habe ihn jedenfalls gut ausgeleert. Irgendwann muss dann auch noch ein Futtertrog her. Irgendwann. Noch geht das ja mit den Dinos, aber irgendwann wird das dann schlimm mit dem Versorgen, wenn die Dinos so. Ach, der hat noch keinen Sattel. Wie groß ist denn der Sattel von so einem Trike? Hast du das schon nachgeguckt? Noch kann ich ihn nicht bauen. Weil du keine Punkte hast, oder? Weil ich ihn noch nicht bauen kann. Also, ah, der ist 20. Okay, ist auch 20. Dann kriegst du ja auch bald deinen Sattel-Treaser.
Komm mal noch einen Schritt vor. Also, da wäre es echt schwer, an dir vorbeizukommen, wenn du mit dem Schwanz dahin so schlägst. So. Ach ja. Schon eine schöne Stelle, ne? Hier so schön, da hinten siehst du schon die schneebedeckten Felsen, wo man Mammuts und ähnliches findet, wobei die Biber auch echt toll sind. Ja, aber irgendwie ist das hier so keine perfekte Stelle, finde ich. Nee, ich hätte halt auch wirklich gerne noch irgendwie so hübschen Ruinenplatz. Ah genau, da hinten, da über dem Hals von Bronto sieht man dann die Dämoneninsel, die Öhrchen. Also schlecht ist die Stelle nicht, nicht perfekt. Und irgendwann, wenn wir Pelzrüstung haben und Flugtiere, dann werden wir uns auch mal irgendwo auf einem eine hübsche Position, die man anfliegen kann, eine Schneehütte, eine Skihütte hinbauen. Sozusagen. Mittendrin eine Kochstelle. Du wolltest ja drin was Wärmendes haben. Willst du Farben kochen? Farben, Heiltränke. Kann man viel mit anstellen. Heiltränke? Ich glaube, ich habe noch nie Heiltränke gekocht. Ich habe einfach immer Fleisch gefuttert. Ah, das sind unsere Kisten. Das hintere Bett ist meins, also ist das wahrscheinlich auch meine Kiste hier. Ja. Ist halt noch in Arbeit, die zu befüllen. Warte mal, ich habe hier hinten habe ich Pfeile reingeschmissen. Dann schmeiße ich da mal von den Pfeilen auch in die Kiste rein, dass ich da auch Pfeile drin habe. Willst du die Hälfte haben? Ich mache schon selber mit der Zeit. Mach schon selber welche. Aktuell würde ich die ich habe, erstmal für mich behalten. Ja. Ja, nicht davon aus, dass ich gleich schon wieder sterbe. Ja, ich habe auch 50 Stück dabei, so ist es nicht, aber ich habe jetzt halt mal die überflüssigen 21 schon mal in die Kiste geschmissen. Der Plan dahinter war nämlich, das hatten wir oft, glaube ich, bisher nur besprochen, dass man, wenn man stirbt, aus dem Bett aufsteht, sich einfach die Kiste alles krallt und wieder losrennen kann. Dass das alles etwas beschleunigt wird. Genau, dass das beschleunigt wird, man schneller wieder zur Leiche kommt, aber sogar schon angezogen und bewaffnet ist. Das hat ganz bestimmt gewisse Vorteile. Wen gehst du da schon wieder knuddeln? Ja, da ist noch so ein niedlicher. Lilly 2 oder wie? Ja. Oder ist es wenigstens ein Männchen? Hast du eigentlich einen Wasserschlauch? Ich habe einen. Oh. Willst du auch einen? Ich hätte auch gern einen. Du kannst ja die Beete nicht bewässern. Unser Vogel hat noch keinen Sattel, oder? Nein. Schade. Hab ich auch schon gesehen. Weil weit ist das... Wow. Ja, ist ja... Ich hab ihn! Tu was für dein Wasser. Ich kann ihn auch gleich befüllen gehen. Wo ist denn Lilly jetzt hin? Da ist die. Willst du den jetzt auch noch angeln, oder wie? Nein, nein. Ah, angeln, sag ich schon. Wie groß ist er denn? Lohnt sich's denn? Ja. Könnte besser sein, aber kann auch schlechter sein. Ist ja quasi nichts, was wir uns kennen. Da war gerade. Ja. Da war gerade wieder der Geistesblitz bei mir. Oh Gott, was kam dabei rum? In der letzten Folge hatten wir ein Ei gesehen von einer Schildkröte und haben es nicht aufgehoben. Sind wir blöd. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob ich da mal hin soll. Das war recht frisch. Ist die Frage, ob das schon eine halbe Stunde her ist. Wahrscheinlich, ja. Die Folge hier geht schon wieder 24 Minuten. Ja, nee, dann ist das schon weg. Dann ist das schon weg. Das ist doof. Wir haben das ja gesehen gehabt, noch bevor wir gestorben sind. Ja. Ein hübscher Aussichtspunkt hier. Genießt da gerade wer die Aussicht? So ein bisschen, ja. Ein bisschen genieße ich die Aussicht.
Ach ja. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall wieder sinnvollere Sachen. Also ich bin ja bisher sehr sinnvoll beschäftigt. Bin da nur noch im Überlegen, was. Ab wann geht denn nochmal der Sattel für den Vogel? Der Vogel heißt. 35. 35 erst? Ja. Ah, damit könnte man dann am einfachsten losziehen, neue Dings suchen, ne? Hübsche Bauplätze. Ja. Das wäre am einfachsten. Ansonsten rennen wir einfach noch ein paar Kanus rein. Ja. Vielleicht gefällt das den Zuschauern ja, wenn wir einfach gnadenlos krepieren. Wahrscheinlich, weil wir uns dann immer so niedlich aufregen oder so. Wir könnten natürlich auch einfach mal anfangen, ein Boot zu bauen. Ich meine, es ist ja nicht wirklich weit bis zum Wasser. Dann können wir immerhin schon mal außen rumschippern. Und vom Wasser aus sieht man ja auch teilweise ganz gut. Na Kleiner, wie heißt du denn? Level 9, männlich heranwachsend. Trike. Oh, unser Vogel ist gelevelt. Gewicht. Sonst ist noch keiner wieder gelevelt, aber ich glaube, ich gehe mal wieder unsere Lilly streicheln. Die Lilly ist auch gelevelt. Die unterstützt sich scheinbar auch selber dabei. Aber die levelt auch ganz schön schnell. Nako Berries bitte. Naja. So schnell geht das nicht. Ne, es waren zwei. Ach so. Ich dachte, du warst jetzt am Feld oder so. Ne, ich bin mal kurz auf Roadie gestiegen. Und losgezogen mit Roadie. Ich werfe zwar wahrscheinlich gleich wieder massenhaft Beeren weg, was ich so halt als Beifang kriege. Die kann man eher zu Farben machen. Dann jetzt. Das könnten wir natürlich auch machen. Was willst du denn alles färben? Willst du das Haus streichen? Das Haus, die Klamotten, man kann alles färben. Willst du ein Smiley auf den Hintern vom Trike malen? Und aus den roten Beeren kann man Heiltränke machen. Ah. Ich dachte, du willst vielleicht ein Smiley auf dem Hintern von Trike malen oder so. So. Die Flieger. Hat mir gerade seinen Flügel vor den Kopf gehauen. So, Samen. 46 bist du gelevelt, Kleiner? Also ich habe noch keine 421 Gesundheit. Scheinbar ist der Kleine gelevelt hier. So. Samen. Und 46 Nacko-Berries. Oh, werden wieder 9 von den Dingern. Ich nehme mir mal die Hälfte der Narkosemittel raus und schmeißt die in das Inventar von unserem von Para. Ich glaube, das hat schon aufgehört. So. Was bist denn du für ein Para? Männlich, 23. Wärst du ein Weibchen gewesen, hätte ich Rody gefragt, ob er dich knuddeln will. Aber ein Männchen haben wir schon. Aber die Inu braucht auch noch ein kleines Paralein. Oh,
Und da ist der zweite Lycra-Ding. Ist das jetzt Lilly mit I und Lilly mit Y? Und Doppel-L. Ja, das hat die andere auch. Nee, doch nicht. Nee. Weißt du nicht mehr, wie du deine Dinos schreibst? Sehr einfallsreich jedenfalls der Name. Du kamst mit. Also finde ich noch besser wie Lilly 2. Nein, durchnummerieren tue ich's, wenn sie sterben. Ach, warte mal, wenn du eh gerade da festhängst. Du bist doch ein Pflanzenfresser, gell, Kleiner? Wo ist er denn jetzt? Da. Hier, hast du mal was zu essen. Ein Stack Beeren. Den darfst du schon mal mitnehmen. Ich glaube, Fleisch haben wir jetzt auch eine ganze Zeit lang genug, hä? Ja. Oh, Feuer löschen. Das auch noch mit. Schön sortieren immer. Und während wir hier noch fertig sortieren. Warum stehen hier noch zwei Kisten? Ich habe wieder eine hingestellt, da kann man dann Farben und sowas reinschmeißen. Ah. Habe ich mir gedacht. Mit dem Dödel gebe ich mal das Fleisch. So, hat der Dödel ein bisschen Fleisch. 1, 2, 3, der Schrank hier. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Entweder machen wir dann einen kleinen Ausflug oder sag mal, dein Dings rennt immer noch. Ah, jetzt. Relativ panisch rum, wollte ich schon sagen. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob wir dann bauen, erkunden, zähmen oder ähnliches. Oh, bist du niedlich. Was war das denn gerade? Fette. Ich hab's gestreichelt. Hat sich nur aufgeräumt. Immer was Unterschiedliches. Ah. Und ja, Dino-Namen nehmen wir natürlich gerne immer noch. Vielleicht fällt euch ja auch was Besseres für die Lilies ein. Weiß man ja nicht. Oh, ich sehe einen grünen Lootstrahl. Da renne ich jetzt gerade noch hin im Off. Kommt der noch runter oder ist der schon unten? Und ja. Der kommt noch runter. Ansonsten sage ich einfach mal, gerne natürlich den Kanal abonnieren, gerne Likes da lassen, Verbesserungsvorschläge, Kritik, alles gerne gesehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüssi!